am Freitag. Ich weiß das noch genau. Ja, da war ich, glaube ich, gar nicht dabei. Das war 1900... Nee, Schotti, das muss länger her sein. Daran würde ich mich ja sonst wo erinnern, ne? Ich weiß das noch ganz genau. Du hast da gesessen und du da und du da. Und da habe ich gesagt, Kinder, habe ich gesagt, ich gebe mal einen aus. Hör auf! Niemals! Das war am 16. April 1978. Ich habe mir das hier eingetragen. Na, siehst du. Und ich habe anlässlich der Wahl zum Bürgermeister einen ausgegeben. Als du das erste Mal zum Bürgermeister gewählt worden bist, da hatte ich noch gar kein Stimmrecht. Ich glaube, ich habe letzte Woche doch einen ausgegeben, als ich den 20-Euro-Schein gefunden hatte. Der mir aus der Brieftasche gefallen war. Ja, woher sollte ich das denn wissen? Vielleicht, weil du mit mir zusammen rausgegangen bist. Ja, aber trotzdem, immerhin. Ich gebe eigentlich jede Woche einen aus. Immer, wenn ich Lohn gekriegt habe. Jetzt hör doch mal auf, Kuno. Das ist doch überhaupt nichts Besonderes. Ich meine ja nur. Das ist doch ganz normal, dass man mal einen ausgibt. Ja, das ist das Natürlichste von der Welt. Jeder von uns macht das. Bloß du nicht, Bragelmann. Dafür muss ich mich aber nicht anstrengen, wenn ich mich erinnern will, dass ich mal einen ausgegeben habe. Das Leben ist ein Geben und Nehmen, Brackelmann. Das solltest du mal nicht vergessen. Von euch, ne? Lass ich mich schon mal gar nicht vollquetschen. Das ist deine letzte Chance. Ihr versucht das seit Wochen. Deine allerletzte. Bevor ich einen ausgib, ne? Müsst ihr mir viermal einen ausgeben. Sag mal, wo kommt denn jetzt so ein Scheißding her? Mann. Siehst du, das hast du nun auch wieder geschafft. Hä? So vieles hast du schon geschafft. Wer ich? Du. Ja, du. Wer spricht da? Hab keine Angst, es ist alles gut. Ich bin immer bei dir. Wer bist du? Wie lange hast du schon auf ein Wunder gewartet? Jetzt bin ich da. Ich bin dein Wunder, Kurt Brackelmann. Hallo. So ein Tüdelkram. Sprechenden Träger. So Quatsch. Gibt's doch gar nicht. Ich möchte mal wissen, was Shorty da immer in den Kühlm reintut da. Wir wollen einen Fall für die Klepse. Was bist du hier? Hallo. Ja, nun ist nichts mehr, wa? Ja. Ja, ja, alles gedöns, gedaddelt, Pipifax. Nicht so ungeduldig. Hast du dir wehgetan? Ja, aua, mein Kopf. Das wird schon wieder gut. Sag mal, müssen wir dann immer hier reden? Ich meine, können wir uns nicht mal woanders verabreden? Ich bin dein Wunder. Und dies ist der Ort, an dem ich dir begegne. Ja, aber wenn wir zum Beispiel, also wenn du aus der Köhmbuddel zu mir sprechen könntest, das wäre für mich besser. Also, dass wir uns auch mal da verabreden, wa? Hallo? Moin. 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 Na, Brackelmann, in dir ist das wieder am Denken, ne? Worüber denn? Nur so. Du hast ja so ein Glitzern in den Augen. Glitzern? Ja, so ein Leuchten. Ist das so?
als wärst du gar nicht von dieser Welt. Atze. Was ist denn passiert? Atze, bist du mal so nett und spielst mit Kuno eine Runde Mau-Mau? Oh, nö. Doch. So, da haben wir die beiden Hübschen. Was hat er denn? Wenn ich das nur wüsste. Was macht er denn? Legt sich unter den Trecker. Ich wollte mich entschuldigen. Ich habe das nicht so gemeint mit der Köhnbuddel. Ne? Weil ich kann ja froh sein, dass ich überhaupt ein Wunder erlebe. Da soll man ja nicht so hohe Ansprüche stellen. Sag doch mal bitte wieder was. Hallo. Nanu, ich dachte, du bist schon zu Hause. Du bist. Ja. Leute, ich muss euch was erzählen, was wichtig ist. Ja, was denn? Ich habe ein Wunder erlebt. Was? Ein Wunder. Ich bin teilhaftig geworden. Es wurde mir zuteil, also das ist mir jetzt ein Wunder, dass ich ein Wunder erlebt habe, aber wisst ihr was? Mein Trecker hat mit mir gesprochen. Also ich höre nichts. Ihr? Nee, nix. Ich auch nicht. Ja, aber vorhin war da was. Sicher. Aber vielleicht hat er nur bestimmte Sprechzeiten. Sie. Er ist eine Sie. Ach so. Ja, richtig. Verarschen kann ich mich alleine. Vielleicht hast du zu viel Rundfunk gehört, Kurt Brackelmann. Ich hab auch mal zu viel Rundfunk gehört. Und dann habe ich am nächsten Tag immer noch Rundfunk gehört, obwohl der Rundfunk gar nicht mehr an war. Ich hätte euch das gar nicht erzählen dürfen. Und wenn noch was ist, dann hupst du. Ich komme dann raus, ne? Alles wird gut, Brackelmann. Das hast du dir wirklich verdient. Weiß nicht warum, aber ich glaub dir das. Ach ja, Brackelmann. Zuerst habe ich das ja auch nicht geglaubt. Weißt du, was ich auch schon gedacht habe? Vielleicht fragt der Trecker dich ja auch nach drei Wünsche. Meinst du? Oh. In dir ist das wieder am Arbeiten, ne? Nee. Denkst an den Nennwert, ne? Archie, diesmal nicht. Diesmal nicht. Aber so ein Wunder, das hat auch einen Nennwert, ne? Das ist ein Wunder, da denkt man nicht an den Nennwert. Ja, wenn man drei Wünsche im Petto hat, dann kann man sich sowas wohl leisten. Aber du musst ja auch an mich denken, Brackelmann. Was willst du denn mit meinem Wunder? Ja, ich will die Stoche an Landboten verkaufen und dann bringe ich das groß raus und dann kommen die Leute alle an eine Stelle von dem Feldweg und dann baue ich eine Bude auf und verkaufe an die Leute. Was? Knackwürste. Knackwürste? Ja, und Spielzeugwunder andenken, Trecker und sowas. Archie. Du bleibst hier. Da bitte ich. Du hast dich bei mir entschuldigt. Ja. Du hast mir wieder gezeigt, dass du ein guter Mann bist. Du darfst nicht die Geduld verlieren. Nein. Und du musst vertrauen. Ja. Hast du die Kraft, deinem Wunder zu vertrauen? Ja. Das musst du mir beweisen. Was soll ich denn tun? Archie, es war wieder da, das Wunder. Archie, es war wieder da. Ja, was denn? Die Stimme. Diese wunderbare Stimme, wo du glaubst, du bist in so eine Wolldecke eingewickelt und da willst du nie wieder raus. Ja, ja, hast du gefragt, ob ich eine Wurstbude aufbauen kann? Was? Brackelmann, Mensch, du musst aber auch mal an mich denken. Ich bin noch der einzige Treue, der noch zu dir hält. Das war nun wirklich nicht die Gelegenheit dazu. So enttäuschend. Ja, ich muss dich jetzt bitten zu gehen, weil ich muss heute früh ins Bett. Ich habe nämlich morgen noch eine ganze Menge zu tun. Tschüss. So, kann ich das mal aufschreiben? So, kommen Sie gut nach Hause, Frau Kelly-Huse. Thank you.
Entschuldige, Brackelmann. Harald und ich, wir fragen uns, was du da eigentlich machst. Hat mein Träger mir gesagt. Ah, ja? Ja. Na schön. Das ist fein, Brackelmann. Sowas muss ja auch mal gemacht werden, nicht? Ja, ja. Ja, was ist denn? Ja, und da wollte ich die Story mal anbieten, die ihrem Landboden da. Ja, das passiert in Bürtenwader. Der Bürtenwader. Ja, zwischen Klingsiel und Glocken steht da hinten rechts ab. Ja, da hat an der Ecke von Feldweg ein Träger mit dem Bauern geredet und der Träger. Ja, der kam gerade aus dem Dorfkrug und ja, der Träger doch nicht, der Bauer. Ja, und da hat der Träger zu Bauern gesagt, wie wunderbar alles ist. Und da wollte ich... Hallo? Ja, ich dachte, so ein bisschen nennen wird, ne, Bürgermeister. Willst du, dass wir alle wie die Idioten dastehen? Zugegeben, einige von euch hätten dabei nicht viel zu verlieren. Aber ich möchte dennoch dringend davon abraten, dieses sogenannte Wunder an die große Glocke zu hängen. Ja, aber Brackelmann ist sich ganz sicher, dass es so war. Haben wir uns verstanden? Moin! Moin. 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 Bierchen? Ja. Kuno? Ich glaube, du hast jetzt was vor. Ach ja. Tschüss. Na, was sagt der Trecker? Ihr könnt das nicht, ne? Einfach nur so glauben. Ihr braucht immer Beweise, bevor ihr glaubt, ne? Aber das ist dann nur Wissen, das ist dann kein Glaube. Brackelmann, auf dem Niveau haben wir uns ja noch nie unterhalten. Ich habe mit meinem Trecker gesprochen. Ich habe gesagt, die brauchen Beweise. Und? Was hat dein Trecker geantwortet? Heute, 16 Uhr am Dorfteich, wird ein Wunder geschehen. Und mir wird eine Belohnung zuteil. Also schön. Dann nix wie hin. Und jetzt? Ja, weiß ich auch nicht. Also, nach meiner Uhr sind es jetzt noch 3 Sekunden. 2, 1. Hilfe! Bitte! Nicht bewegen! Bleiben Sie, wo Sie sind! Gott sei Dank hat mir mein Träger gesagt, ich soll ein Seil mitnehmen. Hilfe! Werde ich Sie retten? Bitte helft mir! Harren Sie aus! Wir retten Sie! Hier, nehmen Sie das Seil! Ja! Alles wird gut! Ja, jawohl, jawohl, jawohl. Und das Seil greifen. Oha, oha. Haben Sie es? Hol die wieder raus, so. Mensch, da haben wir aber Glück gehabt, dass wir gerade zur Stelle waren. Glück? Wieso Glück? Das war doch ein Wunder. Nenn es, wie du willst. Die junge Dame muss sofort ins Krankenhaus. Ja, aber du warte doch mal. Was hier gerade passiert ist, das... Das ist doch das Wunder, was mir der Träger vorausgesagt hat. Und hier da bei der Bank, das soll meine Belohnung sein. Also bitte, Brackelmann, das ist jetzt wirklich nicht der Moment. Hier, da ist sie. Eine Tafel Schokolade. Vollmilchnuss. Zum Glück konnte die junge Frau sofort wieder entlassen werden. Ja, aber deswegen ist es doch trotzdem ein Wunder. Du kriegst ja heutzutage aus so einem Wunder gar keinen Nennwert mehr raus. Ich habe alles versucht. Dann ist das so, Killerkralle hat den Hydromann im Würgegriff, ja, und dann scheppert er ihm eine, so dumm, dumm, und dann bäh, voll in die Augen vom Hydromann rein. Du kriegst einfach keinen Nennwert raus. Mein Lieferant hat den Preis um 20% angehoben. Nee, nee, dies Jahr Grünkohl ohne Schweinebacke. Es ist
ein Wunder geschehen. Und dann fallen die beiden die ganzen Treppen runter. So bong, 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 bong. 3000 Stufen, stell dir das mal vor. Ja, dann verkauf nur noch Kännchenkaffee und schlag da ordentlich zu. Mischkalkulation, ja klar. Knackwürste, Knackwürste, ich hab alles genau ausgerechnet. Bong, 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 bong. Seitdem ich dich kenne, ne, da kommen mir die Gespräche mit den anderen so blöde vor. Die reden immer nur über irgendwelche Scheiße, weißt du. Und mit dir ist es so anders. Mit dir ist es so persönlicher. Schlaf gut. Hätte ich jetzt fast gesagt. So ein Quatsch, ne? Aber gute Nacht, darf man doch sagen, ne? Gute Nacht. So. Da bin ich. Na, meine Schöne, was kann ich für dich tun? Spiel Mundharmonika für mich. Ja, aber das kann ich ja gar nicht. Doch, das kannst du. Ja, aber... Du hast doch eine Mundharmonika von deinem Vater. Woher weißt du denn das? Ich weiß alles von dir, Kurti. Darf ich dich Kurti nennen? Ja. Wenn wir hier über dich reden, sagen wir immer Kurti. Wir? Ich meine, ihr? Seid ihr viele? Sehr viele. Und seid ihr alle... Alle Träger? Ich glaube, jetzt ist der Reif. Komm. Ja, aber das ist doch eine Gemeinschaftsmofa, Bragelmann. Das ist doch egal. Ja, aber da kann doch nicht immer nur einer mitfahren und du musst doch auch mal wieder damit fahren. Ich fahr zurzeit lieber Trecker. Gehen wir noch eine Toilette hin. Ist das die Wunderschokolade? Ja, die wurde mir zuteil. Oh, ich glaube, ich muss mal raus. Natürlich. Geh nur. Vielleicht gibt's ja Neuigkeiten. Diese Schokolade hat ja noch einen D-Mark-Preis. Wo hast du die denn gefunden? Hatte ich noch. Ah, von deiner Konfirmation, was? Ich will ja nicht drängeln, aber er liegt schon wieder unterm Trecker. Weißt du, die verstehen das nicht. Wenn man ein Rapsfeld riechen will, dann muss man ja riechen können, ne? Und wenn man Wunder erleben will, dann muss man sich wundern können. Hallo? Ich habe dir zugehört, Kurti. Ach, da bist du ja wieder. Ich bin sehr zufrieden mit dir. Und du wirst bald reichen Lohn ernten. Ach, das tut nicht nötig. Aber noch gibt es Dinge, die du lernen musst. Ja, was denn? Du musst zum Beispiel lernen, dass um dich herum Menschen sind, die dir verbunden sind, die dich unterstützen, die dir sehr viel schenken. Aber was schenkst du ihnen? Tja. Du bist ein guter Mann, Kurti. Aber du musst noch diese eine Lektion lernen. Du meinst also, das Leben ist ein Geben und Nehmen? Genau, Kurti. Wie oft versäumt man im Leben die Chance, Gutes zu tun? Ja, das ist richtig. Und in diesem Zusammenhang steht auch die heutige Aufgabe. Kurti, ich möchte, dass du Gutes tust. Wie soll ich dich eigentlich nennen? Wie heißt du eigentlich? Nenn mich Eusebia. Oi, 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 oi. Das ist aber ein schöner Name. Gefällt er dir? Ja, Eusebia.
Könntest du denn für meine Freunde auch ein kleines Wunder vollbringen? Deine Freunde? Wieso für deine Freunde? Ja, für meinen guten Freund Archie zum Beispiel. Der ist doch so eine treue Seele. Und dann für Schönbiel, ne? Das ist zwar ein Kotzbrocken, aber dass es ihm gut geht, weil der ist doch schon so alt. Und dann Shorty. Shorty ist ja eigentlich der wichtigste Mensch in meinem Leben, weil der gibt mir immer Lütt und Lütt. Und dann noch ein kleines Wunder für Kuno. Weil Kuno ist ja für mich wie ein kleiner Bruder. Weißt du, ich gehe da jetzt einfach rein und dann gebe ich meinen Freunden einen aus. Einfach so, weil das meine Freunde sind. Weil wir wissen ja gar nicht, wie lange wir auf dieser Welt sind und wie lange das gut geht. Und es gibt doch nichts Schöneres als aufrechte Freundschaft. Na, was ist denn los? Komm doch rein, Brackelmann. Komm zu uns. Wo warst du denn? Warst du furchtbar lange weg. Ja, ich wollte euch einen ausgeben. Nein, das sollst du doch nicht. Die nächste Runde übernehme selbstverständlich ich. Und ich gebe dir auch einen aus. Was willst du haben? Geht aufs Haus. Ja, dann nehme ich einen Lütt und Lütt. So. Jetzt muss ich aber los. Oh, nö, bleib ja noch ein bisschen. War gerade so gemütlich. Ja, das stimmt. Sag mal, ist euch eigentlich was aufgefallen? Weil ich wollte euch wirklich einen ausgeben. Ja. Und bevor ich euch einen ausgeben konnte, habt ihr mir 4-mal einen ausgegeben. Ist das nicht ein Wunder? Moment mal. Soll das etwa heißen? Du hast das von Anfang an gewusst? Du hast uns vorgeführt? Kann man nur so gemein sein. Ach, seid nicht so traurig, Freunde. Vielleicht klappt das ja das nächste Mal. Aber dann müsst ihr euch was Besseres einfallen lassen. Ey. Ich war von Anfang an dagegen. Warte doch mal! Brackelmann! Die ganze Welt ist ja erforscht. Ja, schade. Und wenn es denn mal ein Wunder gibt, ne, dann forschen sie so lange nach, bis sich keiner mehr wundert. Ja, dann ist das ja gar kein Wunder mehr. Richtig, Archie. Ja, du meinst auch, man soll sich da nichts vormachen, ne? Sich und anderen. Besser ist. Seid gegrüßt, ihr zwei, und merket auf. Dies ist euer Glückstag und deshalb hat jeder von euch 3 Wünsche frei. Hast du noch einen Kühl? Klar. Das ist aber auch wieder ein Wetter heute. Ja.